Freunde, willkommen wieder zurück zu einer neuen Folge Stadt, Land, Fluss mit den anderen Zweien, die ihr sowieso schon kennt. Wir suchen Buchstabe L und haben heute Waffe für Zombie-Apokalypse. Ich nehme mit in den Urlaub. Nervig an der Schule. Mit einer Gabel kann ich. Foltermethode. Erste Tat als Weltherrscher. Dinge mit Punkten. Let's go. Okay. Das ist so. Richtig Gutes. Ich habe auch was Gutes. Mit einer Gabel kann ich. Oh, das ist brutal. Oh, das ist so krass. Dinge mit Punkten? Was soll das was denn sein? Was für Punkte? Ja, irgendein Gegenstand, der Punkte hat. So, keine ich bin fertig. Ich bin auch fertig. Hör auf. Okay. Waffe für Zombie-Apokalypse, Luxusauto, Laserpistole, Laserschwert. Oh, schon krass. Hey. Okay. Was ist an einem Auto eine Waffe? Na, die alle umfahren? Ja, klar. Du kannst, also, ich habe einen Zombie-Film gesehen und da werden relativ oft Autos umgefahren. Ja, das ist gut. Ich nehme mit in den Urlaub langes Wassereis, Lieblingshandtuch und Landkarte. Jetzt nimm mir diese Kreuze weg. Ein langes Wassereis ist das Beste im Urlaub. Oh, jetzt habe ich erstmal ein langes Wassereis. Langweilig, Langeweile und Lehrer. Kann man alles drin lassen. Mit einer Gabel kann ich Leute abstechen, Leute pieksen, lustige Witze machen. Ist mega wack. Kannst keine lustigen Witze machen mit irgendeinem Besteck, Izzy. Das muss aufhören. Aufhören muss es. Foltermethode, Leute abstechen mit einer Gabel. In Klammern langsam. Oh Mann. Lange kitzeln, lispeln, bis der andere aufgibt. Was ist das für ein Müll, Alter. Aber Leute abstechen ist keine Foltermethode, das ist ja ein Mord. Alter, eine Gabel, hast du schon mal gesehen, wie ungefährlich eine Gabel ist? Du hättest schreiben können, Leute mit einer Gabel pieken oder so, das wäre okay gewesen. Ich lasse es okay so, ja. Los, weiter. Aber du musst bei Lispeln dir jetzt ein Kreuz geben, sonst mache ich hier nicht weiter. Izzy, gib da jetzt ein Kreuz drauf. Izzy, gib jetzt ein Kreuz. Erste Tat als Weltherrscher, Leute zwingen sich mit einer Gabel abzustechen. Was hast du als mit den Gabeln? Leute anschreien, Langeweile in der Schule verbieten. Ich hab Leute anschreien. Dinge mit Punkten, Longsleeve mit Punkten drauf, Licht, lange Unterhosen mit Punkten. Licht ist ja nicht mit Punkten. Ey, wenn ihr mal ins Licht guckt, seht ihr dann keine Punkte. Okay, wir lassen das drin, das ist gut. Licht. Okay. Das ist so bescheuert. Nein! Yeah! Waffe für Zombie-Apokalypse. Automatisches Maschinengewehr. Auto mit Spikes. Okay, Auto. Haha. Was ist denn haha? Haha, das heißt haha. Ich nehme in den Urlaub mit. Auto selber fahren. Anwalt? Anwalt kannst du ja nicht. Nein, du kannst keinen Anwalt mitnehmen in den Urlaub lassen. Nervig an der Schule. Andauernd Hausaufgaben. Alles. Okay, kann man gelten lassen. Mit einer Gabel kann ich alles essen, würde ich schreiben. Alles eh. Kann man wegmachen. Alle Leute essen auf den Teller machen und klauen. Schau. Okay, auf einen Teller legen. Alles klar, kann man legen. Okay, Foltermethode, anhauchen mit Mundgeruch. Ist das nicht hart? Stell dir mal vor, da sitzt einer vor dir und haucht dich die ganze Zeit mit Mundgeruch an. Das ist voll eklig, das ist richtig folterlich, ne? Angst machen, Aliens holen und jemanden von ihr... von ihnen entführen lassen, sollte er stehen. Ich würde da ein Kreuz gern geben, weil das ist nicht realitätsgetreu. Das werden wir ja noch sehen. Erste Tat als Weltherrscher, anderen Leuten arbeiten lassen für mich, YouTube-Videos machen. Alles verbieten, alle bekommen Marshmallows. Marshmallows für jeden, yeah! Dinge mit Punkten, Auto mit Punkten, Angela Merkels Haut? Hä? Ja, ihre Haut ist so gefleckt. Mann, schon wieder weh. Boah, ich hab Blackout. Hör auf! Nein! Also, Waffe für Zombie-Apokalypse habe ich einen Wombat, der aggressiv ist als Haustier. Klär mir mal bitte, wie ein Wombat dich von einem Kennst Zombie du einen Wombat beschützen nicht? Soll. Ja, okay, dann schau dir doch mal Bilder an von einem Wombat. Ein Wombat ist die so ein sind kleines mega Kuchstück, süß. Ne? Guck dir dieses aggressive Ding an, Alter. Die sind voll niedlich. Ja, die sehen zwar niedlich aus, aber wenn sie dich dann erstmal in ihren Klauen haben, dann nehmen sie dich und schütteln dich durch. Nein. Und dann schütteln die dich und werden dich umarmen und lieben. Ich glaube so, die sehen nicht so mega aggressiv aus. Ich finde Waffe aber so einfallslos, dass man das wegstreichen kann. Ich nehme mit in den Urlaub ein Waveboard. Und Wundheilsalbe. Wundheilsalbe. Lass es so eine richtige Mutter, gell? Warum Wundheilsalbe? Nervig an der Schule, warten auf den Lehrer. Wichteln, wieso immer Mathe? Wieso? Ja, okay, gut, kann man alles stehen lassen. Mit einer Gabel kann ich wunderbar essen, Wunden machen, Würstchen essen, in Klammern anpieken, kann man alles lassen, oder? Foltermethode, Windeln
anziehen und nie wieder wechseln. Oh. Okay. Wunden mit Salz. Oh, das ist auch grausam. Wiener Würstchen futtern, bis man platzt. Erste Tat als Weltherrscher, Windeln als Hauptkleidungsstück ernennen, dann trägt jeder Windeln. Wälder abholzen, warum auch immer. Alle, gell, einfach alles abholzen. WLAN überall. Puh, Alter, WLAN Izzy überall. Ist eine richtig gute Herrscherin, gell? Immer nur die guten Sachen. Ich wäre gerne Weltherrscher. Und ich quäle die Menschen immer. Lars will alle Wälder abholzen. Dinge mit Punkten, Wahl mit Punkten. Es gibt einen Wal mit... Okay, komm, pass auf, ich schick dir mal ein Aber Bild. Die heißen Walhaie. Ja, Walhaie, ja und Walhaie, Wal, Wambole, Wambole. Okay, ein Kreuz krieg ich. Go. Waffe für Zombie-Apokalypse mit N. Mm. Das ist so brutal, diese Foltermethoden sind bei mir immer übertrieben brutal. Nein! Oh, Mist. Ich habe geschrieben bei Waffe für Zombie-Apokalypse nordamerikanische Schusswaffe. Ja, eine Menge Waffen, aber... Ja, dann gib mir ein Kreuz. Das ist okay. Nuklearreaktor, wie willst du denn damit kämpfen, Lars? Und dann gehst du hin und dann zündest du das Ding und dann ist die Zombie-Apokalypse vorbei. Okay, dann lassen wir den Nuklearreaktor als Superwaffe drin. Izzy, was ist ein Nanoröhrenschwert? Also, das ist ganz einfach zu erklären. Wir geben jetzt einfach dem Ganzen das 3... Okay, ist okay, wir geben das 3. Ich nehme in den Urlaub mit Notausrüstung, Nasenspray, ja, okay. Nahrung in Klammern Süßigkeiten, alles stark. Nervig an der Schule, nicht schon wieder früh aufstehen, niemals Freistunde, naturwissenschaftliche Experimente, bei denen immer jemand stirbt. Oh mein Gott, das ist nervig an der Schule, das stimmt schon, ja. Stirbt einfach das immer stimmt jemand. Schon wieder jemand. Mit einer Gabel kann ich Notfallsituationen meistern, nichts außer Essen. Das stimmt nicht. Du kannst mit einer Gabel viel mehr machen, außer nichts. Was denn? Du kannst Leute damit anpieken. Das haben wir doch eigentlich schon gehört. Aber ich finde natürlich etwas essen. Guck mal, es ist immer Essen, Essen, Essen. Ich finde, Izzy ist es auch nicht so stark. Foltermethode. Nadel im Körper stechen. Nase zuhalten. Boah, das ist krass, Alter. Boah. Nabel aufschneiden und reinlegen. Oh mein Gott, wie krank ist das, Izzy? So. Izzy, du bist mit Abstand der komischste Mensch, den ich jemals kennengelernt habe. Du hast schon Methoden gehabt. Also das ist, und reinlegen, weißt du, Hauptsache noch reinlegen. Das reicht ja noch nicht, den Nabel aufzuschneiden, Alter. Erste Tat als Weltherrscher, nicht auf dem Gehweg laufen, sondern auf der Straße. Das ist dann einfach meine Regel. Niemand darf das Haus verlassen. Natur wiederherstellen. Oh, Izzy. Oh, Izzy. Aber erstmal aufschneiden und in den Körper reinlegen. Dinge mit Punkten, nicht ungiftiger Pilz, Nadel, Streifen, Kissen in Klammern. Nicht ungiftiger Pilz, nee. Das ist total unspeziell. Ja, okay, was ist ein Nadelstreifenkissen? Alle Streifelkissen, die ich jetzt hier gerade im Internet finde, sind alle gestreift. Okay, weiter. Oh, V! Warum denn V? Mit einer Gabel kann ich... nichts mit Essen. Was? Nichts mit Essen? Nein, nichts mit Essen bei Gabel. Es reicht. Ich brauche nur noch was für die Zombie-Apokalypse. Es wird wohl nichts mehr. Nein! Okay. Was ist eine Vergeltungswaffe? Als V-Waffen bezeichnet man insbesondere den Marschflugkörper, Fieseler, irgendwas, die Rakete, blablabla und eine Kanone. Boom. Ja, aber das ist dann einfach wieder dasselbe wie Waffe. Nein, es sind drei verschiedene Arten von Waffen. Das ist okay. Vulkan kannst du wegmachen. Das ist okay. Ich nehme in den Urlaub mit. Viel Sonnencreme, Vogelfutter, wack. Ey! Hast du das Vogelfutter eingepackt? Oh nein, wir müssen nochmal zurückfahren. Oh, wir haben es vergessen, Alter. Nervig an der Schule, von Lehrer Strafarbeit und viele Lehrer. Kann man machen. Naja. Mit einer Gabel kann ich vom Buffet etwas nehmen. Vögel jagen. Wir haben gesagt, ohne Essen. Du hast was vom Buffet genommen. Aha. Das ist was Essen. Du hättest alles nehmen können. Aber nicht vom Buffet. Oh Mann, jetzt sei nicht so schlecht der Verlierer. Ich finde das unfair. Ich möchte ein Kreuz möchte ich weghaben. Ich bin doch noch verhandelt. Foltermethode. Voldemort als besten Kumpel. Das ist doch, was ist? Willst du den als besten Kumpel haben oder was? Nee, ich möchte den als Feind haben. Deswegen nimmst du mir jetzt dieses Kreuz weg. Was soll denn das? Was ist mir jetzt egal? Erste Tat als Weltherrscher. Viele Menschen, alle Besitztümer wegnehmen. V. Und viel Schokolade für alle. Dinge mit Punkten, viele Pflanzensorten und Vogel, V. Alter, richtig stark. Okay, weiter geht's. Stopp, warte. Vogel ist ja der Allgemeinbegriff. Und in Klammern V, dann müsste es ja eigentlich der V sein. Stimmt, du hast recht. Und viele Pflanzensorten ist auch der Allgemeinbegriff. Nee, jetzt kommt. Nein! Das ist ja was ganz okay, anderes. Gut, dann wird alles weggestrichen. D. Nein! Ich wusste, dass jemand drückt. Es war easy, gell? Yes. Waffe für Zombie-Apokalypse, doppelläufige Shotgun, Dynamit, Dolch. Ich finde, ein Dolch ist nicht geeignet für eine Zombie-Apokalypse. Aber Dynamit.
Okay, einen kann man wegmachen, oder? Ich nehme in den Urlaub mit. Dieselparfüm, Duschgel, Diktiergerät, Autor. Autoren müssen ihr Diktiergerät dabei haben. Ja? Okay, ist sehr spezifisch, aber können wir lassen. Nervig an der Schule, dauerhaft leise sein muss man. Durchfall. Was ist das für ein Satz? Dumme Antworten von Mitschülern. Okay. Ich hasse die Schule, ich hab da immer Durchfall. Mit einer Gabel kann ich die Izzy mal auf den Zaun hängen, dir was? Wehtun und Doritos zerkleinern. Wieso willst du mich auf den Zaun hängen? Warum willst du Doritos zerkleinern? Den kann man doch auch so essen. Foltermethode, Daumen brechen, die ganze Nacht Musik spielen, Distelzweige ins Ohr stecken. Sehr weihnachtlich, schön, finde ich gut. Noch. Erste Tat als Weltherrscher, die Leute dazu zwingen, nur noch Pink zu tragen, direkt erstmal was futtern. Yeah! Der Gepunktete! Kennt ihr den Film? Hey Mann, warum ist die denn schon? Das ist ja kein Film. Dominosteine sind nicht gepunktet, dann müssen wir das aber auch wegnehmen. Natürlich. Ja, natürlich. Tatsache. Echtes Domino, nicht die, nicht die zum Essen. Doch, die zum Essen, die haben das tatsächlich auch drauf. Die haben auch. Ergebnis bestätigen. Gesamtergebnis? Oh, oh. Ja! Oh mein Gott, Izzy ist letzter geworden. Lars ist Zweiter und ich bin ganz knapp vor dir. Richtig nah. Richtiges Kopf-an-Kopf-Rennen. Langes Wassereis habt ihr natürlich mal wieder nicht zählen lassen. Okay, Leute, wir hoffen auf jeden Fall, dass die heutige Folge euch gefallen hat. Falls ihr das einen Daumen nach oben da, das waren Izzy, Lars und Robert. Und wir spielen sehr gerne sehr viel Stadt, Land, Fluss. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Abonnieren, Glocke aktivieren und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann, ciao.